Mein kurzer Redebeitrag möchte ich unter dem Motto stellen, dass unser Programmentwurf sehr gut ist, dass dies jedoch von uns auch gelebt werden muss. Zuerst zum Frieden und Bundeswehr. Im Römisch 4.5 steht im Programmentwurf, wie schaffen wir Frieden? Die Linke ist eine internationalistische Friedenspartei, die für Gewaltfreiheit eintritt. Gleich viel ob im Inneren von Gesellschaften oder zwischen Staaten. Daraus leiten wir unser Engagement gegen Krieg, Völkerrechtsbruch, Menschenrechtsverletzungen und militärische Denklogiken im Umgang mit Konflikten ab. Für die Linke ist Krieg kein Mittel der Politik. Wir fordern die Auflösung der NATO, ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands. Weiter heißt es, wir fordern ein sofortiges Ende aller Kriegseinsätze in der Bundeswehr. Unser Bundestag hat erneut Kriegseinsätze verlängert, unter anderem in Afghanistan und Bosnien. Seit 9 Jahren kämpft die Bundeswehr gegen den sogenannten Terror in Afghanistan. Die Bundeswehr kämpft meiner Ansicht nach nicht wie propagiert für Frauenrecht, mehr Demokratie, baut keine Schulen und Brunnen. Nein, sie führt Krieg für wirtschaftliche Interessen, Macht und Absatzmärkte. Somit gibt es immer mehr Unrecht, Elend und Tote auf allen Seiten. Zudem kommt eine mangelnde Nachkriegsversorgung der Soldatinnen und Soldaten. Sie kommen oft traumatisiert aus ihren Kriegseinsätzen zurück und werden mangelnd versorgt. Auch in Ostdeutschland und gerade hier in Gera trifft das zu. Wir haben einen Stützpunkt der Bundeswehr bei uns. Aufgrund mangelnder Perspektiven wenden sich viele junge Menschen an die Bundeswehr für einen gut bezahlten Auslandseinsatz. Besonders in diesen Zeiten wurde das verstärkt, weil die Bundeswehr umstrukturiert worden ist, hin zu einer mobileren Angriffsarmee. Dadurch ist der Grundverdienst weggefallen. Rekrutinnen und Rekruten fehlen der Bundeswehr. Es wird mehr geworben, junge Jugendliche gehen dorthin. Das ist erschreckend. Weiter steht im Programm, die Linke lehnt eine Verknüpfung von militärischen und zivilen Maßnahmen ab. Sie will nicht, dass zivile Hilfe für die militärischen Zwecke instrumentalisiert wird. Ja, auch in Gera nicht. Die Bundeswehr und damit ihre Waffen, Kampftaktiken und Hierarchie wird immer mehr Teil unseres Stadtbildes, wird immer mehr toleriert. Auch unsere Stadträte finden es toll, wenn Marschmusik gekoppelt mit klassischer Musik im hiesigen Theater aufgeführt wird. Was unbewusst passiert ist, dass die Bundeswehr immer mehr in die Mitte unserer Gesellschaft rückt. Es wird nicht mehr protestiert oder hinterfragt. Nein, es wird sogar freudig aufgenommen. Unsere Spitzensportler in den vielen Bereichen kommen genau aus dem gleichen Prinzip immer mehr in die Medien. Das ist für mich, für uns hier in Gera sehr, sehr erschreckend. Wer jetzt kommt mit den Argumenten, dass Wirtschaft und Arbeitsplätze durch die Bundeswehr geschaffen werden, den möchte ich fragen, zu welchem Preis? Zu dem Preis, dass in anderen Ländern Kriege geführt werden, zu dem Preis, dass andere Menschen unterdrückt werden, dass andere Leute unsere Weltanschauung aufgedrückt bekommen. Wir als Friedenspartei müssen solchen Erscheinungsbildern entgegengehen. Wir können veranlassen, dass Soldatinnen und Soldaten im THW arbeiten und dort den gesellschaftlichen Nutzen zur Verfügung stellen. Die Gelder, die durch Steuereinnahmen ausgegeben werden zur Bundeswehr, bei Thüringen sind es ungefähr durch den Afghanistan-Krieg 42 Millionen im Jahr, können auch in den kommunalen Finanzausgleich fließen und somit unsere klammen Kommunen aus ihrer Not befreien. Der Krieg in Libyen, der momentan aktuell ist, war gestern in der Presse zu entnehmen, dass angeblich Deutschland nicht beteiligt wäre. Wie wunderbar, Deutschland hat keine Bombenteile zur Verfügung gestellt. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist eine Lüge. In der Zeit 2006 bis 2009 ermöglichte es die Bundesregierung, den libyschen Diktator Rüstungsimporte im Wert von 83 Millionen Euro. Das unter Regierung von Union und SPD. Schon wieder zeigt sich die SPD als Vorreiter eines kriegerischen Abenteuers. Die Geschichte wiederholt sich. Wir, die Partei Die Linke, wollen kein zweites Afghanistan, keinen Krieg, der geführt wird um Öl und Gas. Deshalb ist es so wichtig, dass die Antikriegsgedanken in unserem Programm so fest verankert sind. Je stärker wir als Opposition sind, desto mehr müssen die regierenden Parteien auf unsere Forderungen eingehen. Auch in Gera wünschte ich mir mehr Protest aus unseren Reihen. Weil ich jetzt schon 5 Minuten habe, lasse ich einen Teil weg. Ich möchte kurz zur DDR-Geschichte eingehen. Dort haben wir auch in unserem Programm, dass das nicht so toll war, die DDR-Geschichte, weil da bestimmte Sachen nicht ganz gut gelaufen sind, zum Beispiel weil die ökonomischen Fragen nicht in bürgerlicher Hand gewesen waren, sondern mehr in der Zentralorganisation. Ich finde es jedoch trotzdem erschreckend, dass unsere Partei immer noch mit dieser Vergangenheit konfrontiert wird. Die DDR ist immer böse, der Sozialismus ist gescheitert. Die Funktionäre in unserer Partei sind alles immer alle Stasi-Offiziere. Ich denke, die DDR war kein real existierender Sozialismus. Sie war der Versuch, nach Kriegsende eine neue Gesellschaft aufzubauen. Mit negativen Nuancen, aber auch mit positiven Ergebnissen. Dass wir immer noch mit der Stasi-Vergangenheit konfrontiert werden, ist für mich eine Frechheit.
Die Entnazifizierung hat auch nicht so wirklich stattgefunden. Bundesrichter, die Partei, die FDP, die waren auch alle NSDAP-Mitglieder. Dort hat eine Entnazifizierung nicht stattgefunden, uns hält man das immer noch vor. Die Stasi-Geschichte ist heutzutage für mich immer noch ganz aktuell. Wir haben mittlerweile im BND, Verfassungsschutz und MAD, die bespitzeln uns im Internet und sowieso unsere Abgeordneten werden überwacht. Das geschieht alles heute in unserer Gegenwart. Die Verantwortlichen, die haben nicht aus der Vergangenheit gelernt. Keiner von denen. Die Gesetze gehen weiter zur Unterdrückung und Überwachung finden statt. Wir, die Partei Die Linke, distanzieren uns davon. Und gerade meine Generation, die ebenfalls das Bild der Linken prägt, weiß mit dem Wissen der Vergangenheit umzugehen. Als letztes möchte ich ganz kurz zum Thema, ich habe noch ein paar Minuten, gell? Staatliche Unterdrückung, ich muss ja als Versammlungsleiter auch darauf achten, wenn ich der anderen überdränge, gell? Oder möchte ich das auch bei mir? Als letztes Thema Demokratie, staatliche Unterdrückung, Repression und Rassismus. In unserem Programm gehen wir ein auf Rassismus, faschistische Tendenzen, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit nehmen zu. Migrantinnen und Migranten sind von menschenrechtswidrigen Abschiebungen bedroht. Repressive Elemente in der Innenpolitik werden abgeleitet. In der Zeit zu Stuttgart 21, wo das aktuell war, gab es ein neues Einschüchterungsgesetz und damit verbunden die Angst vor dem eigenen Volke. Die Bundesregierung hatte entschieden, die Strafen für Körperverletzungen für Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten von 2 auf 3 Jahre heraufzusetzen. Der Widerspruch besteht darin, dass nicht Körperverletzungen, wie ursprünglich gefordert, erhöht worden ist, sondern nur gegen die Vollstreckungsbeamten. Überdies entscheidet auch kein Zeuge und kein unabhängiger Beobachter darüber, ob eine Verletzung dessen stattgefunden hat, sondern es reicht, wenn 2 Polizistinnen und Polizisten sagen, das hat stattgefunden. Man kann sich dagegen nicht erwehren. Unsere Demokratie ist gefährdet und die Gefahr kommt nicht von den Demonstrantinnen und Demonstranten. Nein, sie kommt von den Regierungsparteien. In Stuttgart haben 60.000 Unterschriften dafür gesorgt, dass ein Volksentscheid zustande gekommen ist. Was daraus geworden ist, wissen wir. Wieder aus unserem Programm. Doch gleichzeitig bestanden autoritäre und obrigkeitsstaatliche Strukturen fort. Seit den 60er Jahren entwickelte sich eine gesellschaftskritische, außerparlamentarische Opposition. Das war eine Bewegung für mehr Demokratie und Solidarität gegen autoritäre Tendenzen. Am 19. Februar 2011 in Dresden. Bei einer Demonstration in Dresden erfasste die Polizei laut Taz sämtliche Anrufe und SMS von allen Nutzern, die dort waren. Von allen Leuten, die in dieser Dresden-Demonstration waren, verfassten die und haben diese Daten kontrolliert und protokolliert. Des Weiteren stürmten 100 vermummte Polizisten das Büro der Linken, ein Jugendclub und eine Anwaltskanzlei. Und das ohne vorliegenden Durchsuchungsbefehl. Der Dresdner Polizeipräsident Hanitsch musste jetzt im Nachhinein seinen Hut ziehen. Er musste verantworten, was nicht zu verantworten war. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass es zu diesen Demonstrationen in Dresden keine Verletzten gegeben hatte auf Polizeiseite. Es hat keine längerfristig verletzten Polizisten gegeben. Vorher haben die Medien und die Polizei erklärt, dass die bösen Gewaltmenschen aus den Linken so wohl möglich alle bösen Polizisten verhauen haben. Das ist faktisch nicht wahr. Das ist eine Falschaussage von der Presse und der Polizei. Dagegen müssen wir uns erwehren. Das ist nicht die Demokratie, die wir wollen. In Gera gibt es immer noch das Rock für Deutschland. Auch hier finden die staatlichen Repressionen gegen uns statt. Wir haben das größte Neonazi-Fest seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa und längst nicht alle unserer Mitgliederinnen und Mitglieder beteiligen sich an den Protesten gegen dieses Rock für Deutschland. Kein Rassismus, kein Faschismus, kein Nationalismus. Auch nicht hier in Gera. Nun möchte ich zu meinem Abschluss kommen, denn nun habe ich noch 1 Minute, dann bin ich genau auf dem Punkt. Zu unseren Grundsätzen. Ich habe nicht zu den Gedanken Kapitalismus gesagt und der einhergehenden Unterdrückung von uns Menschen, durch staatliche Zwänge, Ausbeutung, Geld. Das sollte ein Selbstverständnis von all uns Linken sein. Die Linken, die den Kommunismus als Utopie in ihrem Herzen tragen. Um zu bezeichnen, da finde ich es, wenn in unserem Programm Folgendes steht. Die Linke lässt sich von dem Ziel leiten, dass alle Menschen unabhängig davon, in welcher Region der Erde sie leben, selbstbestimmt in Würde und Solidarität leben können. Dem Ziel liegt ein Menschenbild zugrunde, das von der Universalität und der Unteilbarkeit des Menschenrechts ausgeht und lediglich eine Begründung braucht, weil ich ein Mensch bin.